der WordPress, Deutschland WordPress-Szene Influencer. Über 8000 Follower bei LinkedIn. Ungefähr 90% der Seiten verkaufen nicht. Punkt 1, einfach zu lesende Texte. Also hier, viel einfacher geht ja gar nicht. Ne? Genau, jetzt ein Erstgespräch zu vereinbaren. So Kleinigkeiten. Musterbeispiel für eine gelungene Mobiloptimierung. Ne? Genau. Große Schriften, große Bilder, große Icons. Das wäre noch vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Hier kommt ja eben der Mehrwert, dann Vertrauen aufbauen und dann zum Call to Action. Ich hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben. Mhm. Deswegen schreibe ich einen langen. Aber am Schluss fehlt das Allerwichtigste. Ja, willkommen zu Hostpress TV Folge 5. Heute geht es um vertriebsoptimierte Webseiten, mehr Erfolg mit der Webseite oder wie ich es einfach formulieren würde, wenn man schon eine Webseite baut, dann soll sie auch richtig abgehen. Und wir reden mit Philipp Pistis, den schalten wir heute zu. Der ist bei LinkedIn momentan, kann man so sagen, der WordPress-Influencer oder in der WordPress-Szene sehr bekannt. Johannes ist wie immer auch wieder dabei. Grüß dich. Servus. Und ich würde sagen, Folge 5, vertriebsoptimierte Webseiten. Let's go. Ja, wir schalten auch direkt rüber zum Philipp, um keine Zeit zu verlieren. Grüß dich, Philipp. Hallo und schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, hallo zusammen. Ja, Markus, Johannes, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist mir hier eine Ehre, bei Hostpress TV mit dabei zu sein. Sehr schön, es freut uns. Ich sehe, du bist auch momentan im Homeoffice. Genau, ja, wobei hauptsächlich im Homeoffice. Wir sind komplett dezentral aufgestellt. Passt für uns einfach besser, weil wir lieber coole Leistungen abgeben, anstatt uns irgendwie mit einem richtig mega coolen Office zu präsentieren. Ist mehr so unseres, genau. Okay, super. Und ich habe schon eben kurz im Intro erwähnt, du bist momentan so, ich habe dich jetzt einfach getauft, der WordPress, Deutschland WordPress-Szene Influencer. Du hast über 8000 Follower bei LinkedIn überhaupt. Du bist sehr, sehr aktiv bei LinkedIn. Also ich kann mittlerweile nicht mehr bei LinkedIn reingehen, ohne dass deine Beiträge nicht immer ganz oben in meinem Stream stehen. Und ich muss auch persönlich sagen, ich finde deine Beiträge super cool. Ich lese die echt gerne. Und LinkedIn kommt ja momentan extrem, aber vielleicht erzählst du unseren Zuschauern einfach mal kurz, wer du bist, was du so machst und was deine Spezialität ist. Ja, genau. Ich selber, Philipp Pistis ist mein Name, WordPress-Experte, und wie es der Slogan schon sagt, also wir haben uns eben komplett auf WordPress spezialisiert, weil es meiner Meinung nach eben das beste CMS auf dem Markt einfach ist. Sieht man halt auch an den Marktanteilen. Ist halt sehr intuitiv, macht super viel Spaß. Du hast halt mega viele Möglichkeiten und hast eben auch dann die Chance, bei Hostpress als Kunde zu sein, was du sonst halt nicht so kannst, weil ja, wenn man sich auf was spezialisiert, ist halt einfach eben besser. Und wir erstellen eben vertriebsoptimierte Webseiten mit dem CMS WordPress, ja, genau. Genau, du kannst natürlich auch mit deiner WordPress-Seite überall anders Kunde sein, ne? Also das, aber bei Hostpress bist du, denke ich, ganz gut aufgehoben. Aber vertriebsoptimierte Webseiten, was genau bedeutet das? Oder was ist für dich eine nicht vertriebsoptimierte Webseite? Damit mal so jetzt der Zuschauer, der vielleicht denkt, ich meine, ich habe doch oben einen Kontakt-Button oder ich habe da unten ein Anfrageformular, ist doch vertriebsoptimiert. Erklär mal aus deiner Sicht den Unterschied. Ja, also ich sag's mal so, ungefähr 90% der Seiten verkaufen nicht. Das heißt, die haben ein super schönes Design und sie meinen eben, wie du schon sagst, ja, es reicht doch eigentlich, wenn da rechts oben der Menüpunkt Kontakt ist oder die Telefonnummer. Aber das funktioniert halt nicht so, weil wenn so die Basics, sage ich mal, fehlen auf der Webseite, wie zum Beispiel Handlungsaufforderungen oder dass du halt einfach den Besucher von oben nach unten einfach durchführst, von dem Fluss her, dass halt dann immer nach und nach Vertrauen aufgebaut wird, du weißt sofort, um was es geht, und dann wirst du halt an die Hand genommen, um genau jetzt ein Erstgespräch zu vereinbaren, ein Angebot anzufordern oder ähnliches. Und da kann man eben inhaltlich und auch optisch einiges machen, um sich halt einfach von der Masse abzuheben, wo du sofort weißt, wirklich fast wie für einen Dreijährigen, okay, du gehst auf die Seite, was musst du tun, du machst es, je einfacher, desto besser. Und das bringt deiner Meinung nach auch wirklich Unterschiede, wenn man vertriebsoptimiert die Webseite aufbaut. Also merkbare Unterschiede auch für kleine Webseiten, meinst du? Genau, gut, kommt natürlich immer darauf an, wie viele Besucher auf die Seite gehen. Aber Ziel ist es eben, mit der gleichen Besucheranzahl einfach mehr Anfragen zu generieren.
So, Philipp, ich gebe mal meinen Bildschirm frei, dann können wir nämlich mal einsteigen. Ich habe mich nämlich mal hier bei LinkedIn eingeklickt. Ich habe ja schon gesagt, hier der Influencer, unser kleiner Philipp, ne? Schön, 8000. Ich wusste gar nicht, dass man Follower haben kann bei LinkedIn. Ich dachte, da gehen nur Kontakte, aber ich finde das Hammer. Wie gesagt, ich folge dir ja selber total gerne und lese deine Beiträge. Ich habe jetzt mal hier gefiltert. Gehen wir mal gerade, die Tage hast du was Schönes gepostet. Mhm. Hier, da ist es. Okay, also, ich habe es gefunden. Mhm. 8 häufige Gründe, warum Besucher deine Webseite gleich wieder verlassen und zu wenig Anfragen kommen. Ich lese einfach mal vor. Erstens, der Content auf deiner Seite ist schwer zu lesen. Zweitens, das Design deiner Webseite ist altmodisch. Drittens, die Ladezeit deiner Seite ist sehr langsam. Viertens, deine Seite ist überfüllt mit nicht relevanten Infos. Fünftens, deine Webseite wirkt unpersönlich. Sechstens, die Vorteile und USPs fehlen, Unique Selling Points. Siebtens, die Call to Action sind auf der Seite fehlen. Achtens, deine Webseite funktioniert mobil nicht. Das sind Punkte, die euch in eurem Agenturleben immer wieder auffallen bei euren Kunden. Wie wäre es denn, ich habe mal hier vorbereitet, ich habe mal gegoogelt WordPress-Experte, da findet man dich ja relativ weit oben, hier bist du schon. Wir schauen uns mal deine Webseite an, Philipp, und du machst anhand deiner Webseite mal diese 8 Beispiele so ein bisschen durch, auf was man achten sollte. Führ mich mal durch deine Webseite. Ja, sehr, sehr gerne. Also das Wichtigste ist halt schon mal so der erste Eindruck. Wir wollten halt hier den Besucher nicht überfordern mit Informationen. Man sieht sofort, okay, es ist eine WordPress-Agentur und wir erstellen vertriebsoptimierte Websites mit dem System WordPress, die eben messbar den Umsatz steigern. Dann haben wir eben erstmal ein großes Bild, um uns einfach von der Masse abzuheben mit einem Bergenbild. Wir wollen hier einfach Sicherheit, Ruhe ausstrahlen, dass die Leute halt, die Kunden zu uns kommen und einfach ihren Urlaub quasi genießen und alles funktioniert halt eben. Genau. Dann hat man rechts oben den Punkt Projektanfrage. Das ist so unser wichtigstes Ziel. Das ist immer fixiert. Das heißt, wenn man weiter nach unten scrollt, hat man halt immer die Projektanfrage mit da. Und ganz oben auch so unser wichtigster Call-to-Action-Button. Deswegen ist der hier auch nochmal orange hervorgehoben anstatt in grün. Nämlich kostenloses Angebot anfordern, verweist genau auf das gleiche Ziel. Und auf der rechten Seite haben wir dann auch nochmal hier ein E-Mail-Icon und einen Telefon-Button. Und wir haben die Telefonnummer komplett rausgenommen, weil die sollen einfach einen Termin buchen. Dann haben wir schon mal so ein paar Infos und die werden halt auch nochmal gefiltert, wo wir halt schauen können, okay, dieser Lead ist jetzt für uns nicht interessant. Und dann können wir einfach hier eben schauen, anstatt dass die hier einfach anrufen und uns aus dem Tagesgeschäft rausrufen. Deswegen passt es dann so ganz gut. Genau, dann hier. Okay, sorry, ich unterbreche dich ganz kurz. Welche Kontaktmöglichkeit zu euch wird auch von deinem Bauchgefühl am meisten genutzt? Projektanfrage, einfache E-Mail schreiben oder hier den Calendly-Termin vereinbaren? Ja, und das sind wir gerade tatsächlich noch am Ausprobieren. Momentan kommen sehr viele Calendly-Buchungen rein. Aber da ist es halt teilweise so, dass die jetzt nicht so interessant sind. Das heißt, wenn wirklich jemand die Projektanfrage ausfüllt, dann ist einfach da ein höherer Wert von diesem Lead, weil wenn der sich wirklich die Arbeit macht, das Ganze ausfüllt, wir haben viel mehr Infos, wir können ganz anders in das Gespräch reingehen, dann ist für uns dieser Lead, sage ich mal, viel interessanter. Und das wird halt auch sehr gerne genutzt, aber wir haben jetzt da noch nicht so den Vergleich anhand von dem generierten Umsatz, was jetzt mehr bringt. Das sind wir gerade hier frisch am Testen. Ja, was man hier jetzt auch gerade cooles sieht, ich springe hier mal gerade schon rein. Ja, gerne, ja, klar. Finde ich auch einfach mega. Also man sieht das direkt auf deiner Startseite, ne? Du zielst darauf ab, wirklich auch diese überflüssigen Inhalte erstmal wegzulassen. Genau. Und gerade den Besucher, das vergisst man ja oft vielleicht mal leicht, wenn man seine Webseite ständig nochmal sieht, dass der Besucher die vielleicht zum ersten Mal sieht, ne, und sich zurechtfinden muss und so. Und dafür ist jetzt wirklich von der Orientierung auch dieses Multistep-Formular, da haben wir auch schon damit rumgesponnen, eine super coole Lösung, ne, für einen Ersteinstieg
ja, dort die Leute mal gut zu dirigieren, ohne dass man sich so viel durchlesen muss, ohne dass es zu kompliziert ist. Ne? Ja, ich fand dieses Multistep auch super cool. Das ist, glaube ich, sogar eine eigens entwickelte Lösung von dir, ne? Dieses Multistep-Formular. Ne? Genau, also jetzt haben wir selbst entwickelt, auch ein eigenes Unternehmen da gegründet, damit es halt einfach mit weiterer Unterstützung halt vorangetrieben werden kann. Genau, also ist jetzt hier super, ein eigenes Software-Tool entstanden. Cool, können wir vielleicht nachher, wenn Zeit bleibt, noch ganz kurz drauf eingehen. Gut, ich habe mal gerade einfach eine Testanfrage gemacht, die kannst du natürlich löschen, aber ja, ich finde den Prozess durchgehend bis jetzt sehr positiv. Hier so Kleinigkeiten, wo man denkt, warum macht denn der da? Nee, das ist, für mich ist das positiv. Oder hier dein Bild immer noch mal drin, ein Smiley, dann hier noch mal diese unverbindlich, kostenfrei, 10 Jahre Erfahrung. Genial. Ja, es schafft direkt Vertrauen. Es ist, wie du auch schon in den Punkten aufgezählt hast, die 8 Punkte finde ich übrigens echt mega. Also die können sich jeder mal rausschreiben und da mal seine Webseite selbst drauf prüfen, weil da ist wirklich das Wesentliche alles schon mal mega drin. Hier zum Beispiel der Punkt 5, deine Webseite wirkt unpersönlicher. Ja, das ist gerade das, was Markus eigentlich angesprochen hat. Ne? Durch dieses Smiley mal oder durch die Bilder von dir auch, ist das Ganze viel greifbarer, ne? Und sehr nahbar. Genau, die Fans bei LinkedIn haben schon gesagt, hey, hast du irgendwie einen Sponsoring-Deal mit Jack & Jones? Ja, genau. Aber das war, glaube ich, einfach nur Zufall, dass du das T-Shirt angehabt hast, oder? Ja, aber es ist halt eins von meinen Lieblingsshirts. Ich fühle mich da total wohl. Wir hatten einen super Tag mit den anderen Gesellschaftern. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, Sabine, mach doch mal bitte kurz ein Foto von mir. Und dann war da eine ganz coole Wand, haben einfach den Hintergrund entfernt und schon hatte ich mein kostenfreies Foto, war halt auch Corona-Zeit, wo halt dann ja mit Maske und zum Fotograf und so weiter und das wollte ich dann alles auch nicht so. Ja. Genau, aber deswegen war ein spontanes Bild. Ein Spiel draus gemacht. genau. Geil. Das ist cool. Aber ist jetzt auch kein Problem. Du kriegst ja bald, ist jetzt leider nicht mehr rechtzeitig angekommen, noch ein Hostpress-Hoodie. Genau. Für die nächsten Fotos, damit der Philipp endlich mal was Neues zum Anziehen hat. Liebe Zuschauer, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Er kriegt ein T-Shirt und hier, ich glaube, so ein Hoodie, so wie da hinten an der Wand. Ja, cool. Alles gut, Philipp. So, okay, wir machen weiter. Also hier haben wir das Thema, der Punkt 5 war das, glaube ich, persönlich. Ne? Erzähl mal ein bisschen weiter. Sag mal, wie ich scrollen soll. Genau, hier ist noch ein sehr wichtiger Punkt. Man sieht nämlich hier 39 Bewertungen auf Proven Expert. Das schafft halt auch nochmal Vertrauen. Das heißt, man kann direkt draufklicken und sich dann die Bewertungen anschauen. Ihr habt das ja auf eurer Hostpress-Seite auch und da habt ihr schon wesentlich mehr Bewertungen. Da sieht man einfach, okay, das ist halt durchwegs positiv. Klar gibt es vielleicht auch einen, der jetzt mal nicht so zufrieden war, aber da ist halt einfach der Vorteil, dass du eben diese Sterne hast und bei Proven Expert hast du halt diese Sterne auch im Google-Ranking mit drin. Das heißt, wenn jetzt jemand nach einer Leistung sucht, zum Beispiel WordPress-Programmierung, da sind wir jetzt, glaube ich, so auf Platz 2, ich weiß nicht mehr so genau, da ist dann eben so, dass du jetzt nur auf diesen Unterseiten eben auch diese Sterne siehst, wobei jetzt auch Google immer wieder da rumexperimentieren ist, ob sie die jetzt anzeigen oder nicht, aber genau, da ja, ist auf jeden Fall. Ich kenne das von uns, also jetzt muss ich auch mal gucken, WordPress-Header ändern, ich glaube, da ranken wir ganz gut. Ja, hier, so, ja, da sind sie drin bei uns. Also das ist, wie du sagst, Google mal so, wie Google gerade Lust hat, aber die sind halt schon ziemlich cool in den Suchergebnissen, ja. Genau. Okay, genau, dann hier die Sterne. Hier hast du nochmal Call to Action nochmal, ne? Beratungstermin vereinbaren. Genau, ist halt immer wichtig, am Ende von dem Satz, hier kommt ja eben der Mehrwert, regelmäßig Neukunden anfragen, dann Vertrauen aufbauen durch die Sterne und dann zum Call to Action. Weil der Call to Action, es gibt richtig gute Texte, aber am Schluss fehlt das Allerwichtigste, nämlich der Abschluss zur nächsten Stufe. Ja, absolut. Bin ich gleich bei dir. Gibt es deiner Meinung nach eigentlich so eine Anzahl maximaler Call to Actions pro Seite, dass man sagt, hey, mehr als 3 dürfen es auf gar keinen Fall sein? Das kann man so jetzt nicht unbedingt sagen. Man sollte es halt einfach nicht übertreiben. Es gibt jetzt echt Landingpages, wo wirklich die sehr, sehr lang sind und wirklich nach jedem Text kommt der gleiche Button. Das finde ich halt schon ein bisschen unnatürlich. Mhm. Da kann man halt ein bisschen Erfahrungen sammeln oder mal ausprobieren. Man kann das ja auch einfach messen, was funktioniert gut. Aber ich wollte jetzt auch unsere Startseite gar nicht so lang machen. Früher hat man eine sehr lange Seite, die hat gar nicht so gut konvertiert. Es ist einfach das Wichtigste drauf. Die Leistungen in Kurzform, gar nicht so viel Text, weil die Leute lesen eh nicht mehr.
Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie ja immer noch auf die Unterseiten gehen. Ist ja alles miteinander verlinkt. Ja, absolut. Deswegen machen wir jetzt ja auch Videocontent, ja, weil ja, es wird wenig gelesen. Das ist wirklich so. Ja. Deswegen das Video auch auf dem Vormarsch. Also genau, ich bin auch hier, ich liebe so Sachen, weil ich bin faul oder beziehungsweise ich bin nicht faul, ich habe keine Zeit. Ich kann mir nicht komplette Riesentexte durchlesen. Das mache ich wirklich nur, wenn ich mich in ein Thema tief einlese. Aber wenn ich einen Anbieter suche oder so. Absolut, man braucht ja sonst auch erstmal eine Weile, um sich überhaupt in das Thema jetzt einzufinden. Und so hat man immer schon mal eine schöne Struktur. Also eine saubere Struktur ist da wichtig, ne, das Ganze bekömmlich, sage ich mal, ne, aufzubereiten. Ja. Und das, da gehört es halt auch dazu, dass man das Überflüssige vielleicht mal weglässt oder weiter hinten dran platziert. Ne? Genau. Ja, okay, Philipp, führ uns weiter durch. Wir sind noch nicht weiter scrollen. Da kommen jetzt erstmal die 6 Hauptleistungen. Dann einfach mal ein Stück weiter. Und hier kommt auch schon unsere unverbindliche Projektanfrage, was so unser wichtigstes Ziel auch vom Umsatz her ist. Die können das ausfüllen. Wir können schon mal filtern, okay, ist dieser Lead interessant oder und vor allem, du kannst halt auch mehr Infos bekommen zur Unternehmensgröße, wie eilig ist das Projekt, also wenn es jetzt eilig ist, dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, passt jetzt nicht in unseren Zeitplan, das kann man einem Netzwerkpartner empfehlen und man weiß jetzt auch, okay, welchen Lead geht man als nächstes an, also ist halt auch ganz gut. Und dann der nächste Punkt, einfach mal so ein paar weitere Infos, auf Unterseiten haben wir dann so die häufig gestellten Fragen und Antworten. Da ist halt einfach nochmal der Vorteil, dass man relevanten Inhalt hat für die Besucher, wenn man es erfahren möchte, aber halt auch für Google. Und dadurch bekommt man halt auch nochmal mehr relevanten Text auf die Startseite. Genau, ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Genau, und vielleicht, wo wir gar nicht eben drüber gesprochen haben, wir haben so schön gesagt, ja, Persönlichkeit und du hast da ein Foto von dir drauf, die Domain ist philipp-pistis.de, der WordPress-Experte. Du bist ja gar nicht mehr alleine mittlerweile, du hast ja mittlerweile mehrere Mitarbeiter, die arbeiten, aber die Brand ist immer noch du als Person, oder? Genau, das wird einfach der Name wahrscheinlich bleiben, weil zum einen ist die Domain halt frei, war auch nicht so schwer bei dem Namen, aber ich finde es halt einfach persönlich und im Endeffekt hat das halt so mit gestartet. Früher hatte ich mal einen Namen, Site Creation, hat gar nicht funktioniert, weil da wollte ich als Agentur irgendwie Agenturen gewinnen, lag vielleicht am Namen oder andere Sachen, aber ich fühle mich einfach mit dem Namen besser und im Endeffekt bin ich halt auch hier der Ansprechpartner eben dann für die Kunden und Partner. Von daher ist das jetzt eigentlich so der beste Weg, sage ich mal. Super. Ja, hier auch dein Team, zeige ich mal kurz. Ich finde auch, hebt sich ab. Es gibt ja im WordPress-Bereich so viele Marken, die eigentlich jetzt, sage ich mal, keinen Wiedererkennungswert haben. Zum Beispiel www.wordpress-agentur.bliblablub. Also ich habe jetzt einfach nur was frei erfunden. Gibt's bestimmt. Aber das kann ich mir ja gar nicht merken. So, Philipp Pistis habe ich einen Namen oder jetzt von mir aus auch so eine Brand wie wir, HostPress, das ist sowas Eindeutiges, aber wenn man einfach nur mit so ganz normalen Wörtern arbeitet, finde ich, hat man kein Alleinstellungsmerkmal im Namen drin. Das ist auch wichtig. Ja. Und es geht ja auch einfach super viel um Vertrauen, wie er gesagt hat. Deswegen auch die Bewertung, was auch so ein gutes Tool dafür ist. Und persönliche Brands sind leicht aufzubauen. Ne? Da braucht man nicht viele Image-Film oder sonst was zu drehen, das ist authentisch direkt. Ne? Kann ich gut verstehen, dass das besser konvertiert. Ne? Ja, so und dann hier, jetzt würden viele sagen, ja, da ist ja nichts mehr, ist ja nur der Footer. Ich persönlich denke, oder das kannst du vielleicht bestätigen, der Footer ist extrem wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch lange gezögert, doch so einen großen Footer zu haben. Man hat ganz unten halt dann noch so wichtige Landingpages von uns. Wir haben es auch wirklich gemerkt, seitdem wir diese Landingpages drin haben, wie zum Beispiel Webdesign Ulm oder so, da gab es schon nochmal einen guten Schub nach oben. Wir sind mit Webdesign Ulm irgendwie so auf Platz 2 oder 3, das schwankt halt immer. Aber so gibt man einfach die Link-Power an die Unterseiten weiter. Ist auf jeden Fall sehr gut und machen auch viele SEO-Agenturen so. Es ist jetzt auf jeden Fall kein Blackhead-SEO, sondern auf jeden Fall sehr relevant. Ja, wow, super, genial. Finde ich auch, habe ich jetzt schon öfter auch von Kunden gehört. Ich meine, wir haben ja SEO selbst auch extern, aber dieses Thema Landingpages für Keywords ist auf jeden Fall super wichtig und im Endeffekt, man kann ja eine Blaupause machen und passt dann nur die Texte halt überall nochmal an. Mhm. Ja,
Okay, nee, was ich auch, warum ich den Footer erwähnt habe, hier, so Sachen, noch einmal die Call to Action rein, ne? Oder hier nochmal so, gerade am Handy, wenn man am Handy auf der Seite ist, hat man unten nochmal gerade so das Menü sichtbar, weil am Handy ist ja meistens so, da hast du ja dieses, kann ich ja hier mal emulieren, für alle, die es nicht wissen, mit der Developer-Konsole, die kann man natürlich auch hier drüber im Google Chrome öffnen, weitere Tools, dann hier die Entwickler-Tools nennt sich das, kann man auf diesen Button klicken. Und dann bekommt man die Seite aus Sicht eines zum Beispiel, was weiß ich, iPhone X. So. Und wenn ich jetzt surfe, ich fange mal nochmal oben an, surfe so über die Seite, ja, wunderbar, werde durch die Seite geführt, toll, 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 toll. Und dann bin ich ganz am Schluss. So, dann sehe ich hier nochmal die Menüpunkte. Du hast jetzt da auch ein Akkordeon. Man kann hier natürlich auch alle direkt darstellen, aber ohne auf dieses Hamburger-Menü klicken zu müssen, sehe ich hier nochmal die ganzen Keywords. Und das ist oft auch ganz wichtig. Zum Beispiel, es gibt so Longtail-Keywords, die packt man nicht immer direkt oben ins Menü rein, aber viele Leute wollen die haben. Zum Beispiel Tarife vergleichen, ne, bei so Anbietern. Das ist so ein Longtail-Keyword, das willst du normal nicht oben ins Menü reinmachen, aber wenn du das hier unten reinmachst, hast du nochmal eine Chance, dass der Nutzer dir nicht abspringt, sondern hier drin bleibt. Ne? Mhm. Ja, das sind halt so die wichtigsten Leistungen. Deswegen, wenn man am Seitenende ist, bevor du wieder komplett nach oben gehst, kannst du wirklich über einen kurzen Weg einfach noch tiefer einsteigen. Okay. Und den Call to Action noch in Reichweite immer, ne? Das ist, denke ich, so. Das ist halt auch der Punkt Nutzerführung, ne? Ja, absolut. Ja. Absolut. Ist auch wie es dann weitergeht nach dem Call to Action. Das ist halt das Schöne wirklich nochmal mit dem Multistep. Das ist... Genau, das Multistep ist cool. Wir gucken mal ganz kurz, dass wir nichts vergessen haben. Also, jetzt habe ich natürlich hier wieder gescrollt mit deinem T-Shirt. Helft mal kurz. Ich glaub, weiter unten? Ich glaube, weiter oben. Weiter oben, die 8 Gründe, weiter oben. So, gehen wir nochmal hoch. Die müssen wir jetzt auswendig lernen. Also, Content, schwer zu lesen, war bei dir definitiv nicht der Fall. Große Schriften, ganz wichtig. Kontraste, auch ganz wichtig. Also, früher hat man immer sehr filigrane Schriften verwendet und wollte so edle, helle Grautöne haben. Mittlerweile schönes Beispiel, weil die Diskussion führen wir auch regelmäßig mit Kunden. Ja, aber das ist nur, doch... Sorry, dass ich dich da unterbreche. Es geht jetzt nicht unbedingt nur optisch, sondern auch vom Inhalt. Also wenn ich mir manche Webseiten durchlese, die schreiben halt so... als ob die Mutter halt dann einfach nur stolz auf einen sein kann mit irgendwie mega, mega Schachtelsätze oder so, wo du denkst, hey, was erzählt der mir da? Oder werfen mit Fachbegriffen um sich, wo du sagst, hey, lieber einfacher erklären, kurze Sätze, funktioniert einfach besser. Ja, bin ich ganz bei dir. Machst du ja auch hier perfekt. Also wir können es nochmal nur den Vergleich zeigen. Also Punkt 1, einfach zu lesende Texte, also hier, viel einfacher geht ja gar nicht. Ne? Also, und guck mal hier, Philipp, ich habe mal die Seite aufgemacht von Apple, weil Apple ja auch seit Jahren auf das Konzept geht mit diesen ganz großen Schriften. Mhm. Und ist hier genau das Gleiche. Ne? iMac, der All-in-One für alles, kaufen weitere Infos. Ne? Mehr braucht man da nicht, ja, genau. Genau, jetzt können wir mal zum Vergleich unsere Seite aufmachen. Wir haben ein bisschen mehr Text als du, aber im Endeffekt auch WordPress-Hosting aus Deutschland, ultraschnelle Cloud-Lösung mit Profi-Support, jetzt kostenlos testen oder zuerst mal einen Speed-Test durchführen. Mhm. Also finde ich auch sehr wichtig. Okay, das Design deiner Website ist altmodisch. Ich meine, Design ist immer eine Geschmackssache, aber bei dir war es auf keinen Fall altmodisch. Die Ladezeit deiner Website ist sehr langsam. Natürlich such dir einen anständigen Hoster. Geschwindigkeit ist ultra wichtig. Also ein schönes Beispiel, woran man merkt, wie wichtig Geschwindigkeit ist, weil viele immer denken, na, so wichtig ist das doch nicht. Würdet ihr bei Amazon eine entspannte Shopping-Suche machen, Produkte vergleichen, wenn jede Seite 5 Sekunden laden würde? Wenn immer jeder Klick nochmal 5 Sekunden dauert, bis überhaupt die Seite anfängt aufzubauen? Ich glaube nicht, da hat man relativ schnell keinen Bock mehr. Ne? Absolut, gibt es auch entsprechende Studien dazu. Mhm. Da haben wir schon ein paar Mal drauf referiert, ne? Dass da wirklich schon kleinste Unterschiede. Es ist wirklich eine Sache vom Gefühl. Und je mehr man auf einer Seite surft und nochmal Seite aufruft, nochmal aufruft, umso störender wird es dann auch. Ne? Mhm. Man fühlt sich selbst auch besser, wenn man auf einer schnellen Seite surft. Einfach. Das ist wirklich so. Das Unterbewusst ist das echt so. Oder wie siehst du das mit Geschwindigkeit von Webseiten, Philipp? Es wird immer wichtiger, weil die Zeit einfach sehr schnelllebig ist und da entscheiden sogar schon Millisekunden. Oder eine Sekunde langsamer kann schon ein verlorener Lead bedeuten.
Man kennt das ja eigentlich sogar schon vom normalen Computer und wie sich da alles entwickelt und verbessert hat. Ja, vorher, man hatte auch ja die Geduld, früher musste man Geduld haben, bis ein Programm geladen hat, bis irgendwas ist, aber das hat sich auch alles dahin entwickelt. Man fühlt sich viel professioneller, es ist ein ganz anderes Erlebnis, damit was zu arbeiten. Absolut, das ist ein geiler Vergleich mit dem Computer. Ja. Ich erinnere mich noch früher, mein erster PC, ich meine, früher ist bei mir jetzt über 20 Jahre her, du hast den angeschaltet und dann hast du erstmal noch andere Sachen gemacht, während der mobile war. Und irgendwann kam dieses Windows 95 oder was damals war, Geräusch. Ne? Mhm. Und dann ist er hochgefahren. Heute undenkbar. Ja. Du klappst den Laptop auf. Also jetzt, wir arbeiten ja mit verschiedenen Geräten, Windows-Geräte, Mac-Geräte, aber du klappst den auf. Der ist so schnell da musst du nicht mehr warten. Ne? Ja. So muss das auch bei Webseiten sein. Absolut, ne? Es gibt leider immer noch viel zu viel langsame Webseiten. Aber gut, nächster Punkt. Deine Seite ist überfüllt mit nicht relevanten Infos. Was wäre da für dich so ein typisches Beispiel, Philipp, bei einer Startseite? Nicht relevante Infos? Nicht relevante Infos, alles, was man sinnvoll auf die Unterseiten packen kann. Weil ich war auch letztens auf einer Webseite, die hatten tatsächlich 4 oder 5 unterschiedliche Ziele und es war wirklich wie ein sehr langer Schlauch, wo du gar nicht wusstest, was sollst du eigentlich machen. Man interessiert sich vielleicht nur für die eine Leistung und das andere kann man genauso auf eine Über-uns-Seite packen. Ja, ich finde das ist ein super Punkt. Das haben wir auch gerade schon bei Apple gesehen. Und jetzt mal nochmal das aufrufst. Ja. Ja. Das ist wirklich genau der Punkt, was Philipp gerade gesagt hat. Da, wenn man mehr Infos will, dann kann man die noch weiter sich raussuchen. Aber immer dran denken, erstmal der User ist neu auf der Seite. Erstmal sollte der erste Eindruck auf jeden Fall eine gute UX bieten und nicht überfordern gleich. Und auch nicht, man braucht mit der Seite nicht zu zeigen, was man alles an Inhalten da drauf hat. Das ist zwar schön, dass man die alle formuliert hat und das bereithält, aber das ist, erstmal sollte man dann den User nicht überfrachten damit. Ne? Mhm. Guck mal her, die haben auch bei Philipp abgeguckt. Ne? Ja, das hat denke ich auch. Ja, eiskalt kopiert, Philipp, also direkt Abmahnung. Wert von Apple nachgeahmt, sehr cool, bin ich stolz drauf. aber hier die Seite ist wirklich ein perfektes Beispiel, schön, dass du das nochmal eingeworfen hast, Johannes. Also große Schriften, große Bilder, große Icons. Die ist zwar riesig lang, die Seite, ich scroll ja hier jetzt gefühlt schon seit Kilometern, aber die überfrachtet mich gar nicht. Ne? Also irgendwo holen die mich hier definitiv ab. Da bin ich doch. Hier, Mac für Unternehmen, wunderbar, für Unternehmen einkommen. Jetzt haben sie mich. Nee, also super. Ich meine, von den Großen kann man auch immer lernen. Also ich denke, das siehst du auch so. Ne? Wenn man einfach mal ein paar gute es gibt ja Firmen, die geben was weiß ich wie viel Tausende von Euro in Analysen aus, Usability-Analysen oder sowas, User Experience. Das hat ja auch alles Gründe, warum die Webseiten so sind, warum hier die Schrift so groß steht. Das wäre noch vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Hätte jeder gesagt, ist denn ja Designer bescheuert? Dreizeilige Headline. Jetzt ist das einfach nochmal was anderes. Ne? Es fließt halt immer schon die Erfahrung mit ein. Ja, man weiß, okay, auf der Seite ist jetzt viel Text und man will irgendwas kommunizieren, dann damit überhaupt mal erst das Lesen angeleitet wird, ist die Headline so groß, dass man die halt schon mal liest. Ne? Ja, genau. Also ich denke, die machen da auch 96 Pixel Schriftgröße bei der Headline. Ne? Für alle, die es interessieren. Okay, gut. Wir machen weiter mit Philipps Liste. Wirkt unpersönlich. Ja, haben wir bei Philipp gesehen, definitiv nicht der Fall. Super gemacht. Jetzt bei uns, da haben wir hier auch so ein Video drin, ne, wo der Johannes dann on-click direkt irgendwas Schönes erklärt, was wir so machen. Hey, ich bin Johannes von Auspress und wir sind einfach so ein kleines YouTube-Video drin. So, dann gehen wir nochmal zurück. Die Vorteile und USPs fehlen. Philipp, wie löst du das mit den Vorteilen und USPs? Genau, auf der Startseite sind jetzt tatsächlich nicht drauf, weil hauptsächlich die Leute oder die Besucher vom Nutzerfluss eben dann auf die Unterseiten gehen. Das heißt, wenn ihr oben bei Leistungen eben schaut, zum Beispiel WordPress-Programmierung, da haben wir dann auf jeden Fall die Vorteile. Eben, wenn du ein bisschen weiter runter schaust. Ja, sag Stopp. Genau, noch weiter. Genau hier. Hier haben wir eben dann schnelle Ladezeiten, responsive Design. Also das kann man im Endeffekt noch anders machen, aber da sind wir jetzt auch gerade dabei, so einen Mix zu finden aus persönlichen Vorteilen und Leistungsvorteilen. Aber es ist halt immer, eine Seite ist nie fertig. Wir sind halt auch am Probieren, was konvertiert wie. Aber im Endeffekt sind wir da sehr zufrieden. Deswegen wollen wir jetzt auch nicht zu viel auf einmal ändern. Genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, dass eine Seite nie fertig ist. Ne? Mhm. Ja. Weil wenn man auf den Weg geht, dann
wird sich die Seite auch immer weiterentwickeln. Dann erstmal hat man auch immer einen Fuß in der Tür, nochmal was anzupassen und was zu verbessern. Und man wird ja, man ist auch schnell blind für die eigene Seite, ne? Weil man selbst findet sich super zurecht. Mhm. Aber es kann immer mal nochmal ein wertvolles Feedback vom Kunden kommen oder von jemandem, ja, wo man dann erkennt, hey, für mich ist es einfach und klar, aber ja, es gibt immer noch Potenziale. Also man lernt nie aus. Ja, vor allem bei uns selbst auch. Ja. Genau. Wir sind immer ein Prozess. Sind auch am Optimieren gerade. Mhm. Was wolltest du sagen? Entschuldigung? Ja, ja, kein Problem. Nee, auch wegen den Texten. Also man verändert sich ja auch als Person. Das heißt, das, was vielleicht vor 2 Jahren super war, wo man gesagt hat, hey, mega, super Text, war und auch nicht billig. Man verändert selber so seine Zielgruppe, sich als Person und irgendwann denkt man, ist aber ganz schön, ja, hochgestochen geschrieben, sage ich mal. Das heißt, da einfach noch lockerer werden. Also muss man halt einfach schauen, wie man so schreibt. Also das sind wir jetzt eben auch dabei, komplett auf Du alles abzuändern. Ihr seid ja auch per Du unterwegs. Auch große Firmen wechseln eben zu Du, weil es halt noch persönlicher, noch lockerer wird, familiär. Und deswegen, also jedes Unternehmen, auch größere, verändern auch immer wieder sehr wichtige Sachen. Ja, wir sind seit Anfang an auf Du. Wir haben 2016 die Webseite geschaltet mit Du und da weiß ich noch, am Anfang hat es Kritik gehagelt. Ja, bitte siezen Sie mich. Es waren so ein paar, ne? Oder wie könnt ihr die Leute duzen einfach? Aber mittlerweile, wir merken das wirklich, also vielleicht für die Zuschauer, wir merken das in unseren Kundenbeziehungen. Es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Kann ich mit dem Du, komme ich damit klar? Aber wir merken in unseren Kundenbeziehungen, jeder schätzt das und mag das Du. Es ist sehr persönlich. Und trotzdem ist es eine Wertschätzung des Kunden immer noch auf Augenhöhe. Also es ist nicht dadurch, dass man duzt, dass man sagt, man kann mit dem Kunden lapidarer umgehen. Im Gegenteil, man hängt sich noch mehr rein, weil das ist ja nicht der Herr Müller-Meyer-Schulze, sondern das ist der Philipp. Ja, macht mal für den Philipp, gibt mal Gas und so. Also bei unseren Kunden, und wir bedienen ja wirklich Kunden aus allen Segmenten, wir haben selbst DAX-Konzerne in der Kundschaft, da war das am Anfang so ein kurzer Eisbrecher, ne, vom Herr Dr. Professor auf Ralf zu kommen, sage ich jetzt mal. Aber die gehen da alle mit. Also gefühlt ist das wirklich der richtige Weg. Es erleichtert einfach die Kommunikation, das finde ich einfach. Ne? Ja. Gerade bei schwierigen Themen wie es bei uns, es erleichtert es auch dem Kunden nochmal auf dich zuzukommen und zu sagen, hey, wie ist es damit? Man muss manchmal das Eis brechen, ja. Aber ich glaube ja auch für den Austausch, für das Vertrauen, ist es einfach für eine langfristige Beziehung besser. Da bringt es nichts, die hochgestochenen Sätze und die tausenden Inhalte und dass sie und dass sich so schön präsentieren, wenn man eigentlich den Austausch braucht. Ne? Ja, also hier auch im Chat, ich habe einfach mal gerade unseren Chat gestartet. Da geht es ja los, das ist ja der erste Kontakt. Jetzt müsste ich eine E-Mail-Adresse angeben, aber dann, wenn jemand uns duzt, ist das für uns total okay und viel einfacher auch im Handling halt. Mhm. Ja. Gut, okay. So, ja, dann schauen wir noch, das haben wir gemacht, Call to Actions, ja, ganz kurz, gehen wir noch einmal drauf ein, auch hier an der Seite und so, sie sollten sinnhaft platziert sein, aber es gibt jetzt laut Philipps Aussage jetzt nicht so die Obergrenze Call to Actions, es sollte halt nicht überall 100-mal das Gleiche stehen. Ne? Das ist wie bei allem, ja, halt nicht einfach nur Copy-Paste und ja. Wenn man nochmal dran arbeitet, nochmal selbst drüber schaut, dann merkt man es vielleicht auch. Ne? Also je mehr Liebe und Arbeit drinsteckt an der Seite und man hat diese Iteration, das ist halt das Wichtige, dass man immer mal nochmal versucht, mit einem neuen Blick drauf zu schauen. Ja. Und dann kann es fast nur gut werden, wenn man dann noch dem Philipp folgt. Ne? Kann ich nur jedem empfehlen, LinkedIn, Philipp Pistis, folgt dem, der haut immer richtig guten Content raus. So ein bisschen auch aus Agentursicht und so, also ich finde mich da auch immer wieder, finde ich super. Punkt 8, deine Website funktioniert mobil nicht. Ach, guck mal hier, mir schreibt jetzt jemand zurück, ohne dass ich die E-Mail eingegeben habe. Yes, girl, ja. Alles gut, ja. Cool. Warte, da will ich jetzt auch noch was zurückschreiben. So viel Zeit haben wir noch. Und ja, machen wir den hier, ne? Warum nicht? Genau, das gehört auch dazu. Wäre damals undenkbar gewesen, so mit GIFs und so. So, Punkt 8. Und dann hole ich mir mal schnell einen Kaffee, bevor wir weitermachen. Deine Website funktioniert mobil nicht. Haben wir bei dir gesehen, Philipp, die funktioniert mobil wunderbar. Von daher haben wir die 8 Punkte jetzt durch und wir machen gleich weiter. So, sag, was du sagen wolltest. Ja, hier noch eine kleine Ergänzung und zwar, klar sind die meisten Webseiten mobil optimiert, sie funktionieren, aber da ist es halt einfach wichtig, nochmal die Messlatte ein bisschen höher zu legen, nämlich, dass man für den mobilen User die Seite nochmal anders darstellt. Bei den WordPress-Templates ist es halt meistens so, wenn man jetzt irgendwie 8 Blöcke hat
auf der Desktop-Version, dann ist es manchmal wirklich so ein langer Schlauch, man scrollt. Aber da kann man das eben als Slider zum Beispiel nutzen, wie zum Beispiel ja, hier. Ich sehe es. Wenn du mehr wissen möchtest, kannst du immer noch mit dem Finger eben wischen, aber es wird halt nicht so unterbrochen und nicht so ein ewig langer Schlauch. Also da ist halt schon nochmal wichtig, das etwas anders darzustellen. Oder hier Projektanfrage ganz oben auf der mobilen Version, wirklich mit einem Klick immer der wichtigste Call to Action. Genau, ich habe es gerade mal zum Vergleich gezeigt. Also mobil WordPress-Programmierer, der Abschnitt sieht mobil so aus. Man kann also sliden und auf dem Desktop sieht er so aus. Ne? Der normale Weg wäre jetzt von den ganzen Standard-Templates, die würden einfach die Boxen untereinander umbrechen. Mhm. Dann müsste man halt relativ viel scrollen. So kann man mit dem Finger wischen. Ist ja auch total intuitiv mittlerweile, das mit dem Wischen halt. Ja. Das ist ein Musterbeispiel für eine gelungene Mobiloptimierung. Ne? Genau, guter Punkt. Ja. Okay, so, zu deinen 8 Punkten, hast du da noch was dazu zu sagen, Philipp, oder sollen wir weitermachen ja, mit dem Thema? Ja, ganz kurz 1-2 Sätze ja. noch, und zwar, im Endeffekt gibt es halt viel mehr Punkte, aber das waren jetzt einfach so die wichtigsten, die uns halt immer wieder auffallen, und es gibt jetzt nicht so den heiligen Gral, wenn du sagst, okay, wenn du diesen einen Punkt machst, dann klappt alles. Es sind halt so viele Kriterien, und da ist es halt einfach wichtig, sich nicht verrückt zu machen, sondern einfach Stück für Stück die Seite halt aufzubauen, zu verbessern, auszuprobieren, was klappt wie. Und dann kann es eigentlich nur besser werden wie vor einer Woche, wenn man halt einfach dran bleibt. Ja, absolut. Also was wir auch gern machen, ist uns regelmäßig zusammensetzen und so kurze einstündige Sessions machen, wo wir uns einen Bereich der Webseite nehmen, zum Beispiel das Anfrageformular, wo wir dann überlegen, hey, wie könnten wir das besser machen für den Kunden? Einfach mal überlegen, auch bei anderen schauen, wie machen die ihr Anfrageformular und dann wirklich mal eine Stunde intensiv nur in ein kleines Thema investieren, zum Beispiel, also wir haben schon Stunden investiert in Headlines, ne, in kurze Textzeilen oder so, aber das ist danach immer so nochmal so ein Gamechanger, also bei uns zum Beispiel jetzt unsere aktuelle Headline, ich meine, der Besucher denkt, ja, da steht nur irgendwas, aber ich glaube, allein hier in diesem Text hier, da stecken Stunden, ne, mehrere Stunden drin, ja, wo wir auch überlegen, hey, zum Beispiel WordPress Hosting aus Deutschland, WordPress Hosting Deutschland, ultra schnell, Cloud, Profi-Support, dann hier optimierte Serverarchitektur, dann hier, wir sind zum besten deutschen WordPress-Hoster von Cloud Spectator in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet und unsere Kunden bewerten uns mit 4,95 von 5 Sternen, hier ist auch ein Link drauf und kommt man zu Proven Expert. Also das ist ja auch super wichtig, dass man in diesem Textabschnitt schon Infos mitgibt, die einen Mehrwert bringen. Das ist auch genau der Punkt, auch nochmal kurz aufgegriffen. Du sagst jetzt, da stecken Stunden drin. Ja, weil einerseits, man soll nicht überfrachten, aber man will ja schon auch was kommunizieren, ganz vorne schon. Und es gibt dieses Zitat, ich weiß nicht, ob es von, ich habe es mal gelesen, dass es Goethe zugeschrieben wurde. Da sagt er, schreibt er, lieber Freund, ich hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben, deswegen schreibe ich einen langen. Ja, und das ist so ein bisschen schöner Gedanke. Man versucht, das wirklich zu kondensieren so auf das Nötigste. Ja, damit die Füße stillhalten, kannst Ticket schließen, ne? Dass unser Scoring nicht versaut wird. Ne? Gut, okay, dann ich gehe mal einen flotten Kaffee holen. Wir gehen noch einmal die Themen durch und dann geht es direkt weiter. So, Kaffee ist durch. Wir sind immer noch mit dem Philipp Pistis am Sprechen. Er ist bei LinkedIn ja relativ erfolgreich als WordPress-Community-Influencer, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin gerade noch mal auf deinem Profil drauf, Philipp. Du hast hier noch so einen schönen Punkt stehen, die To-Do-Liste wird länger und länger. Anstatt nur noch mehr auf die To-Do-Liste zu schreiben, werde ich nun auch eine Not-To-Do-Liste erstellen und an die Wand hängen. Auf meiner Liste stehen Dinge wie ständig E-Mails und LinkedIn checken, Content konsumieren, mehr umsetzen, zu oft zwischen den Projekten und Aufgaben switchen, Webprojekte annehmen, die nicht zu uns passen, Kunden annehmen, wenn man kein gutes Bauchgefühl hat, Terminkalender zu vollpacken, zu lange am Stück arbeiten. Frage an dich, was sind von dieser Liste, die ich gerade vorgelesen habe, so die Top 1 oder 2 Argumente, wo du sagst, das ist wirklich das Allerwichtigste, da muss man schauen, dass man das in den Griff bekommt, Philipp. Ja, auf jeden Fall der erste Punkt, ständig E-Mails und Social Media checken. Ist ein ganz großer Fehler und da tun sich auch viele sehr schwer, ich teilweise auch immer noch, gebe ich offen und ehrlich zu, aber ich versuche mich da auch immer mehr rauszunehmen, weil sonst ist es eigentlich, man fühlt sich nur beschäftigt, aber ist halt eigentlich nicht produktiv. Mhm. Okay, was noch?
Gut, was jetzt von Agenturen vielleicht auch irgendwie sein kann, dass sie den Terminkalender zu voll packen. Hauptsache noch mehr Kundentermine, noch mehr Interessenten. Aber einfach mal wirklich sagen, okay, man macht jetzt mal eine Stunde irgendwie was anderes und überlegt, würden die nächsten Termine überhaupt Sinn ergeben für einen selbst oder macht es vielleicht gar keinen Sinn? Also ja. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, das merke ich auch mehr selbst. Wir sind ja auch hier im Büro, in der ersten Corona-Welle sind wir alle ins Homeoffice rein, März, April, Mai. Und da habe ich angefangen, meine Woche neu zu strukturieren. Und was ich jetzt immer mache, ich mache nur noch einen Tag die Woche Homeoffice. Ich meine, kann jeder hier so ein bisschen machen, wie er möchte. Aber an dem Tag Homeoffice lege ich mir keinerlei Termine mehr rein. Also oft, wo dann noch Leute fragen, können wir nicht gerade noch einen Videocall machen? Da sage ich, nein, gar nichts mehr. An diesem einen Tag mache ich nur noch To-Dos, die sonst eigentlich relativ die ganze Woche stillstehen, weil wirklich Termine-Hopping von einem Termin in den nächsten. Mhm. Mein persönliches Gadget ist so ein bisschen den Kalender mehr strukturieren und wirklich dann auch einhalten. Das ist, glaube ich, auch für viele ganz schwierig, wenn man sich den Kalender strukturiert, das auch einzuhalten. Dann schreibt man sich so einen Blockertermin hin, gerade für selbstständige Buchhaltung. Ne? Ich mache immer montags, einmal im Monat meine Buchhaltung, macht man dann nachher nicht, weil man denkt, oh komm, ich arbeite lieber noch an dem Projekt. Also das ist ja auch immer schwierig, sich selbst zu disziplinieren. Oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich auch. Ich meine, so ein Terminkalender-Tool ist halt echt super, wenn die sich selber die Termine eintragen können. Aber wenn du halt gar keine Luft mehr hast, um irgendwie den Termin nachzuarbeiten oder mit deinem Team zu kommunizieren, dann ist es halt eher nachteiliger. Deswegen haben wir jetzt auch so eingestellt, dass man gar nicht mehr so viele Termine buchen kann. Das heißt, die müssen halt einfach ein paar Tage warten. Ich meine, die Webseite ist 5 Jahre alt, dann kommt es jetzt auf 3 Tage hin oder her auch nicht an. Also von daher... Genau. Macht genau. Man sich, denke ich, den Stress eigentlich meistens selbst. Hier hast du auch einen schönen Post gemacht, der kam ja auch gut an oder hat für Diskussionsstoff gesorgt. Da geht es einfach grundlegend drum, über LinkedIn Kunden gewinnen. Also ich persönlich mag, ich weiß nicht, ob du das auch magst, Johannes, dass LinkedIn seit Corona irgendwie komplett durch die Decke geht. Also ich kriege jeden Tag Nachrichten, natürlich immer bei mir sind es vertriebliche Anfragen, regelmäßig neue Kontakte. Seit wann bist du bei LinkedIn aktiv, Philipp? Ich bin seit 1-2 Jahren angemeldet, war dann mehr oder weniger so als Ersatzspieler mit dabei, habe so 5000 Kontakte aufgebaut, hat nicht funktioniert, ich habe es wieder sein lassen und dann habe ich eben den Quotenchinesen kennengelernt auf LinkedIn, der ist auch hier so eine Koryphäe und der hat mir so ein paar Tipps an die Hand gegeben und seitdem bin ich jetzt seit, ich glaube, 3 Monaten aktiv mit dabei, bringe wirklich jeden Tag einen Beitrag. Nehme mir jetzt auch hier vor, wirklich zu kommentieren, in Austausch zu gehen und seitdem fährt hier gerade alles hoch. Also müssen jetzt hier Teamleute mit dazu holen. Also kann man echt nur jedem empfehlen, wenn man was erreichen möchte. Aber braucht halt echt die richtige Strategie und man muss halt echt täglich dranbleiben, sonst wird es halt nicht klappen. Sehe ich genauso. Also schon eine interessante Plattform. Die entwickelt sich ja auch ständig weiter. Wenn du sagst, seit 1-2 Jahren hast du bestimmt auch schon gemerkt, dass die sich immer weiterentwickelt. Ja, klar. Absolut. So, Lead Revolution, dein Plugin für Multistep-Formulare. Nutzen wir gerade noch die letzten paar Minuten. Erzähl mal kurz was dazu. Warum sollte man deiner Meinung nach statt einem klassischen Anfrageformular auf so ein Multistep gehen? Genau. Es ist halt einfach so, um sich nochmal von der Masse abzuheben, wie du schon sagst, das ist halt so ein Standardformular und die werden halt immer weniger ausgefüllt. Also ich habe auch von anderen schon gehört, das sind so Dinosaurier-Formulare, wenn du wirklich so den Capture noch drin hast, wo du es 3-mal probieren musst, da hast du gar keine Lust mehr, das auszufüllen. Und demnach geht halt auch Umsatz verloren. Und was ich halt an so Multistep-Formularen halt mega finde, deswegen ist halt auch diese Software eben entstanden, dass du auch den Besucher wirklich an die Hand nehmen kannst. Du kannst ihm Fragen stellen. Hier haben wir auch jetzt dann schon ein Beispiel. Man stellt eine Frage, was für einen Webseitentypus wünschen Sie sich? Man kann das Ganze anklicken in Form von Bildern, Icons. Man hat Schieberegler mit dabei. Es ist halt einfach interessant. Und durch Gamification behältst du einfach den Besucher auf der Seite. Die Verweildauer wird länger. Er hat wirklich Spaß, das Ganze auszufüllen und du wirst halt auch motiviert, um auf die nächste Seite zu gehen, weil es wirklich so einfach und intuitiv ist. Du hast deinen Fortschrittsbalken, du siehst, okay, es ist wirklich sehr simpel
Und auf der letzten Seite, da denkst du dir, okay, jetzt hast du eigentlich eh schon alles erfüllt, dann ist die Hemmschwelle gar nicht mehr so groß. Genau. Und genau. Von daher ist genau das eben der Unterschied. Und seitdem wir eben dieses Tool einsetzen, sind wir jetzt eben auch hier am Expandieren. Genau. Super, cool. Das ist dieses Step-by-Step-Prinzip. Ne? Du wirst nicht mit Informationen überfrachtet auch. Du kriegst so eine Information zu einem Zeitpunkt, brauchst nur auszuwählen aus den Alternativen. Das ist Nutzerführung halt einfach. Ja, ja, und für jede Branche gefühlt auch. Jede Branche kann ja irgendwie über ein Formular Daten abfragen. Genau, man macht sich auch erstmal selbst mal Gedanken über sein eigenes Angebot dann. Ne? Ja. Da haben wir auch gemerkt, dass wir darüber nachgedacht haben. Man muss selbst erstmal überlegen, wen wollen wir eigentlich ansprechen, was sind die Alternativen, die es gibt. Und von daher würde ich auch jedem empfehlen, darüber sich mal Gedanken zu machen. Ja, und da vor allem, was halt auch echt interessant ist, wenn man sich ja auch hier wieder an den Großen orientiert, die ganzen Lead-Plattformen, also was heißt Lead-Plattformen, also wirklich die großen Portale, hey, such dir 3 Umzugsfirmen, da hast du im Endeffekt auch bei ganz vielen Portalen hast du solche Multi-Step-Geschichten. Und es ist auch spielerisch und die leben ja davon, wirklich Anfragen zu generieren und die dann zu verkaufen. Also die brauchen wirklich ganz viele Leads und deswegen zeigt es ja auch, dass eben dieses System halt funktioniert. Ja, wieder das Prinzip mal bei den Großen abschauen, ne, wie die es machen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit hier was gesucht bei Check24. Hier, das habe ich gesucht. Das kenne ich nämlich auch von denen. Die haben auch hier für den Dienstleistungssektor, den die mittlerweile bedienen, kannst du Umzugsunternehmen buchen, Maler, Fliesenleger, DJ, Hochzeitsfotograf, haben die auch hier so ein Multistep und dadurch wird der ganze Anfrageprozess einfach angenehmer. Ja, Lead the Revolution von Philipp ist halt cooler, ne? Aber ja, optisch auf jeden Fall. Ja. Optisch, ja. Cool. Super, okay. Du hast halt auch noch so eine kleine Ergänzung, du hast halt noch viel mehr Features, die man jetzt gar nicht so sieht und vor allem du hast halt auch im Hintergrund deine Statistiken. Du siehst, welche Formulare funktionieren gut, über welche Kanäle kommen die Leute rein. Das sind alles so Punkte, die du halt standardmäßig gar nicht weißt. Also so kannst du halt immer diese Formulare nach und nach halt weiter optimieren. Ja. Ich denke, man kann auch auswerten, an welcher Stelle springen die Leute ab. Ne? Das ist auch ein guter Punkt, um da mal nochmal reinzuschauen. Ja, das ist immer, trackt ihr auch nicht abgesendete Formulare? Derzeit noch nicht, aber haben wir auf der To-Do-Liste, dass du halt einfach auch siehst, okay, wo wird eventuell abgesprungen? Ja, genau. Das gut, die auch Kontaktdaten bekommst du halt natürlich nicht, die darfst du nur bekommen, wenn er wirklich auf Senden geht, aber so siehst du halt auch, okay, wo ist da so die Hemmschwelle und kannst halt auch dann einfach mal die zweite Seite zum Beispiel pausieren, einfach mal testen, okay, wie läuft es dann und genau. Okay, super. So, dann hierzu habe ich jetzt keine Fragen mehr. Johannes, gibt es noch irgendwas, wo du noch drüber reden willst mit dem Philipp? Nee, ich glaube, wir haben jetzt einen super Inhalt, haben schon mal wirklich die wichtigsten Punkte angesprochen. Wenn es darum geht, dass eine Website Erfolg haben soll, ja, dann soll man das auch in den Vordergrund rücken. Man verliert sich vielleicht schnell darin. Man hat so viele Inhalte, man muss so viel platzieren. Man will sein Design entsprechend haben. Ne? Man will so vielen Dingen gerecht werden. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages geht es darum, dass man die Abschlüsse kriegt, dass man die Leads kriegt, dass es auch eine erfolgreiche Seite ist. Und da ist es einfach sinnvoll, ja, sich wirklich darauf zu spezialisieren. Und ich denke, da war jetzt schon waren nette Inhalte dabei. Ich sage schon mal danke, Philipp. Ja, auf jeden Fall. Danke für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für die Einladung und den sehr coolen Talk. Ja, hat uns auch Spaß gemacht. Also da hole ich einiges wieder mit, auch für uns. Wie gesagt, unsere Website ist auch noch nie fertig gewesen. Die wird ständig weiterentwickelt. Ich glaube, unsere Branche, in der wir uns bewegen, die ist nicht nur sehr zukunftssicher, sondern die ist auch sehr, sehr wechselwillig, also im Sinne von Weiterentwicklungen, die da getrieben werden. Also definitiv. Und es wird immer interessanter, weil man merkt, es wird sich immer mehr auf die Basics beschränkt. Ne? Also jetzt Beispiel Apple, große lesbare Schriften. Es geht weniger um die ganzen Animationen und Fotos und so. Es geht wirklich, was steht im Text, wie viel Text steht dort. Ne? Einfach auf die Basics halt. Ne? Hat ja einen Grund auch, weil einfach man einfach mal versteht, dass 80% der Nutzer, die da draufgehen, nur das Nötigste sehen wollen und ja, dass man die eben an der Hand nimmt und eine Nutzerführung eben reinbringt, indem man nicht, dass man dort den Kompromiss findet, wirklich halt die Leute abzuholen und zu navigieren. Ne? Genau. Super. Gut, dann würde ich sagen, Hostpress TV, die Folge ist beendet. Ich glaube, mit dir machen wir nochmal eine Folge. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Okay, ja, cool. Ansonsten wünsche ich dir, Philipp. Stoppe ich mal die Aufnahme.
Ja, nee, warte, ich moderiere noch kurz ab, aber das können wir als Outtake nehmen. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Ja, und liebe Zuschauer, wie gesagt, abonniert uns auch bei YouTube. Ne? Immer unten irgendwo ist der Abonnieren-Button. Ja. Folgt uns. Wir werden noch weitere Interviews mit Leuten aus der Szene führen, so wie Philipp, Leute, die wirklich auch aktiv in WordPress und Co. drin sind. Und ja, ich würde mich freuen über einen Austausch mit euch. Also die Kommentarspalte ist hier mit eröffnet. Absolut. Okay, danke euch. Macht's gut. Ciao. Danke, Philipp. Ciao.